Der Leipziger Auwald im Frühling. Zwischen Altarmen und mächtigen Bäumen ein Blütenteppich. Das weiße Buschwindröschen, Anemone nemoralis. Nicht ganz so häufig ist das gelbe Buschwindröschen, Anemone ranunculoides. Wachsen beide, das gelbe und das weiße Buschwindröschen, nebeneinander, bilden sie ganz seltene Hybride. Die nannte der Entdecker dann das Leipziger Buschwindröschen, Anemone lipsiensis. Entdeckt wurde diese Rarität im letzten Jahrhundert im Leipziger Auwald. Mittlerweile weiß man, dass die seltenen blassgelben Bastarde auch an anderen Orten wachsen. Immer da, wo beide Mutterarten nebeneinander vorkommen. Im Botanischen Garten in Leipzig sammelt Matthias Schwieger diese Spielereien der Natur. Bei ihm wachsen Pflanzen aus Weimar, Passau und sogar aus Wien. Und was ihm besonders gut gefällt, keine gleich der anderen. Jede Hybride entsteht neu und unterscheidet sich damit von Standort zu Standort. Und die Merkmale sind jeweils individuell. Entweder tendieren sie stärker zu dem reinen Gelb oder zum reinen Weiß. Und auch die Blätter haben jeweils unterschiedliche Ausprägungen. Gerade ihre Individualität macht die Pflanzen für Sammler attraktiv. Diese Hybriden können sich selber genetisch oder über Samen, besser gesagt, nicht fortpflanzen, aber sehr leicht und auch durch Gärtner praktiziert auf vegetativem Wege, indem man die kleinen Rhizome in der Ruhephase entnimmt und eintopft. Und insofern können die Pflanzen auch gehandelt werden. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, hier im Pflanzenmarkt im Botanischen Garten am ersten Wochenende im Mai einige von diesen Leipziger Buschwindröschen zu kaufen. Oder aber wir erfreuen uns an ihnen in der Natur. Dafür müssen wir aber ganz genau hinschauen, denn sonst entgehen sie uns, diese zarten Schöpfungen des Auwaldes.